mein Herz. Ach Gott, ich muss wieder in den Dschungel rein. Nur dort war ich sicher, versteckt zwischen den Dickichten des Waldes, zwischen den Schatten der Bäume. Gott, die Kreaturen sammelten sich. Oh Gott, wo bin ich? Wo bin ich? Oh mein Gott. So, Freunde, da sind wir zurück in der Together Show und ich töte jetzt erstmal diesen Slime. Und ich esse jetzt mal eine offene gebackene Kartoffel. Nom 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 nom. Ja, hast du von mir, habe ich dir gegeben, ne? Hast. Wir haben auch direkt ein neues Thema, während ich hier die XP-Falle jetzt baue und ihr da auf dem Dschungelsuche seid oder was weiß ich. Und zwar kommt das von Ferdinand Niemann. Eine Woche ohne Internet. Für euch machbar? Not. Nee, für mich momentan in meiner jetzigen Situation nicht. Also so würdest du sagen, nee, also auf gar keinen Fall. Also ich nehme jetzt mal nicht an, dass jetzt, wir können jetzt ganz langweilig sagen und sagen, ja, man ist auch mal eine Woche oder zwei Wochen im Urlaub, haben auch kein Internet, nam. Aber ich nehme jetzt mal die Situation an, die er wahrscheinlich auch meint, dass man wirklich spontan einen Internetausfall hat oder so. Und das wäre echt momentan sehr ungünstig. Aber ich sag mal, so ein Monat ohne Internet, das geht noch locker durch. Aber wenn es dann irgendwann so ein Monat ist oder so, dann ist dann irgendwann schon krank. Hauptsache, du hast gerade gesagt, ein Monat ohne Internet geht noch. Ja. Aber ein Monat ist krank. Sehr sinnvoll, Dena. Also wenn, ich habe gesagt, also nur mal so eine Woche, wollte ich sagen. Du hast gesagt, nur mal so ein Monat, das geht schon klar. Aber ein Monat ist schon zu viel. Ist so. Nur mal so eine Woche, meine ich. Das ist halt, also eine Woche, das ist eigentlich gar kein Problem. Ich meine, man ist ja im Urlaub oder was weiß ich, wo du dann ohne Internet bist. Kein Ding für einen King, aber... Aber jetzt so ein Monat, vor allem wenn es auch irgendwie unangekündigt ist. Ey, Leute, ich bin hier auf der Suche nach einem Dschungel. Kann man eigentlich heutzutage nicht mehr. Und ich finde einfach keinen Dschungel, ne? Hast du auch nicht verdient. Ja, Junge, wo läufst du denn auch lang? Du hast mir eben gesagt, renn da lang. Ja, du läufst schon wieder komplett falsche Richtung. Bist du sicher, dass da der Dschungel ist? Du läufst einfach falsch, du läufst auf einmal rechts ab. Ja, dann TP mich zu dir. Ich TP dich nicht. Ich hab ihn gefunden! Ha, ich hab den Dschungel gefunden, ha, ha, ha. Seh dich nicht mal mehr. Ja, ich hab den Dschungel auch gefunden. Ich hab den Dschungel gefunden. Wow, wow, wow. Ich hol mir jetzt einen Baum. For sure. Ich weiß aber leider, das Problem ist, ich hab keine Minimap. Das heißt, ich werde wahrscheinlich niemals mehr den Weg zurückfinden. Nee, wirst du auch nicht. Opfer. Egal. Erstmal Ranken holen und Holz. Ich baue jetzt für alle so eine gemeinschaftliche Falle hier. La 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 la. Da kriegen wir dann auch Pfeile her. Weil irgendwann müssen wir auch noch einen Enderdrachen eigentlich mal bekämpfen. Bekämpfen. Da müssen wir auch mal alle einladen, die jemals dabei waren, und dann gibt's ein Raid. So ein richtig Boom, Boom, Boom. Da ist aber richtig einfach, Ender dran zu besiegen. Schafft man sogar schon zu dritt gut. Soll ja auch einfach sein. Ja. Für euch. Ihr schafft's ja. Oh mein Gott! Oh mein Gott, hab ich erschrocken. Bist du eigentlich geistig gestört? Auf einmal kommt der an und schlägt mich. Was hast du gemacht, Mann? Ey, der kommt von der Seite und boxt mich und ich flieg erstmal durch die Gegend. Ich denk so, also mein Leben ist zu Ende. Mein Leben ist zu Ende. Das war das auch. Vorbei, aus und vorbei, ne? Herr Reimann! Schon wieder! Jetzt schluss noch einmal, bin ich tot! Hör mal bitte auf, ey! Weißt du? Ich muss ein schönes Haus hier hinkriegen. Und Herr Reimann! Im Flug, ey! Hör bitte auf! Bitte! Nur auf Schwächere ohne Rüstung gehen, das kannst du, ne? Ja. Nicht aufhören, weitermachen. Hör auf! Immer weitermachen. Hör auf! Er verfolgt mich! Hör auf! Ich will nur einen Baum abholzen! Hör verdammt nochmal auf! Conny, ey, ich wünsch dir, ne, dass du irgendwo runterfällst und dann bist du... Ah, hör auf! Okay. Wie viele Level hast du? Ich hab 100 Level. Nein, du nicht. 100. Spastala. Oh Gott. Ja. Schnell weg hier. Boah, bei mir geht die Sonne durch. Nein, bitte, Conny! Hau mich! Oh Gott! Ich kann mir nicht weiter. Geh mal ganz kurz ein Stückchen runter. Geh mal ganz leicht ein Stückchen runter. Boah, der sieht so bekloppt aus. Ah. Hör auf! Ich hab nur eine einzige Eisenaxt. Mensch. Mensch. Ah, scheiß Wasser. Da. Sehr gut, dass der Simon so produktiv ist, wenigstens im Gegensatz zu anderen Gästen. Was, seid ihr in dem Dschungel gerade oder was? Wie erschreckt ihr euch? Ich bin auf dem Baum mit Simon und der fällt alles ab, was hier ist. Wir fallen gleich runter, Simon. Na, okay, sorry. Lass also es hier. Das ja lass hier auf die Seite gehen, dann kann ich da die Seite abfallen. Simon, sind auch ein Organ. Oder haut ihr da runter? Nein, hör auf! Okay, oh, Schluss! Du kassierst jetzt richtig, Simon. Jetzt hast du verkackt. Das hättest du nicht machen sollen. Nein!
Ich bin tot. Ey, Quan, jetzt bitte TP mich zu dir. Ja, bitte. Okay. Du wirst es hier nicht TP'd? Ja, jetzt habe ich ja kein Level mehr und. Okay, das. Ja, okay. Ich es ist Obst im Haus und jetzt ist diskutiert wird jetzt weiter. Oh nein! Erzähl. Wo sind jetzt meine Sachen? Wo bin ich runtergeflogen? Da. Boah, ich habe schon so viel eingesammelt alles, weißt du? Da bin ich. Ja, jetzt muss ich meine ganzen Sachen finden. Da sind noch Sachen. Voll schwer hier. Ich weiß gar nicht, wie ich hier eine Falle baue. Bin so blöd. So, wie viel so Tropenholzsetzlinge habe ich denn jetzt? Noch kein? Nee, ich habe nur Eichenholzsetzlinge und Eichenlaub. Tropenlaub. Fäll doch einfach hier diesen Baum ab. Warte, hier, ich helfe dir. Als Entschädigung. Danke. So, jetzt stelle ich ihn runter und warte einfach. Ich glaube jetzt wieder zurück und ich hoffe, den Weg irgendwie. Ja, warte mal. Hast du Wolle oder so? Nein. Oh Gott, ich komme nicht wieder zurück und es wird dunkel. Das heißt, ihr könnt die Nacht... Oh mein Gott. Ihr könnt die Nacht auch nicht schlafen dann, ne? Nein, können wir nicht. Müssen irgendwie so. Ihr müsst überleben. Ja, toll. Und ja, ich wenn eh noch das... Und ich muss jetzt versuchen... Da wäre ich direkt angeschossen. Das ist natürlich sehr nett. Okay, jetzt muss ich versuchen... Sterbt ihr? Bitte, 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 bitte. Nein. Ich muss versuchen, irgendwie zu überleben. Schade. Ich bin viel zu OP zum Sterben. Du bist gar nichts, bist du. Ach, Mann, hier, ich krieg das nicht hin, mir eine Falle zu bauen. Oh Gott, der Mond. Es ist... Nee, es ist kein Vollmond. Fast. Oh Gott. So, wohin geht denn das Wasser hier? Oh Gott, es ist dunkel. Es ist dunkel, ich muss mein Mikrofon da ranholen, um die Stimmung dramatischer zu erscheinen zu lassen. Dum, 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 dum. Es ist dunkel. Ich bin allein im Dschungel. Ich bin allein in der Höhle. Verloren. Ich weiß nicht, wohin. Ich weiß nicht, woher ich kam. Ich weiß nicht, wohin ich muss. Eine riesige Schlucht in der Höhle. Sieht richtig episch aus. Ich habe einen Tropenholzsetzling. Jetzt brauche ich noch drei andere. Ich habe schon alles auf Bright und ich sehe trotzdem richtig wenig. Wenn es komplett dunkel ist. Wenn es komplett dunkel ist, ist es auch egal, wie viel du hast. Ups. Moment. Ich muss mein Mikrofon so ein bisschen hier vor mich halten. So, jetzt. Ihr seht mich jetzt in der Facecam zwar nicht mehr so gut. Aber dafür kann ich jetzt so tun, als wäre ich ein richtiger Erzähler. Es war... Bist du gar nicht Faker, Faker, Faker zählt nicht. Eine kalte Sommernacht. Oh mein Gott. Im Dschungel. Um mich herum nur Bäume. Blätter. Ey, was wollen wir mit ganzen Blätter? Ist das Postboten oder was? Oh, ich hab so viele Setzlinge. Noch mehr Setzlinge. Oh, jawohl. Ich höre die... Richten Orgasmus auf Setzlinge. Ich muss ganz kurz Optionen, Geräusche. Ich muss die Geräusche ein bisschen höher stellen. Das macht die Stimmung ein bisschen geiler. Geht ich hörte so. Die Kreaturen in der Nacht. Sie krochen herum. Ich hörte einen Zombie. Aus dem Dickicht des Waldes. Was ist geschehen? Was ist nur passiert? Wo dün, bin ich? Dün, 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 dün. Ganz allein. Alleine. Allein, allein. Allein, allein. Wir sind allein. Was? Auf der einen Seite des Flusses eisige, schlimme Sache. Die eisige Finsternis, auf der anderen Seite der tödliche Dschungel. Was kann ich tun? Du sammelst doch gerade eigentlich nur Holz, oder? Was bleibt mir? Was bleibt? Du sammelst gerade nur Holz, also ja, halt mal Schnauze da. Auf der Suche nach noch mehr Holz. Ja. Geriet ich immer tiefer in den Dschungel. Stoß ich auf noch mehr Holz. Und ich stieß auf noch mehr Holz. Ich sah den Wald voller der Bäume. Ah, ich sehe den Mond. Gut, das heißt, ich bin auf dem Weg nach draußen. Ich bin gerade in so einem riesigen Ozean. Ich sehe nur blau, ich bin irgendwo unter Wasser. Ah, da ist die Decke des Wassers. Und ich bin draußen. Oh, ja, geil. Ich bin irgendwo im Ozean. Ich habe keinen Plan, wo ich bin. Dena, sag mal bitte die Koordinaten, wo unser Haus ist. Weiß ich gerade nicht. Bin gerade am Craften. Ja, drück F3. Bis jetzt bin ich die Kreatur. Beim Craften, okay. Es ist Numero X minus... Ne, warte. Nach da werden wir... Minus 60 bei X. Und bei Z ungefähr 230. Okay, dann muss ich nur in diese Richtung laufen. Ich brauche deinen Unterschlupf für die Nacht. Deswegen kletter ich auf diesen Baum. 0, 0, 0 immer, ne? Was? Ja, ungefähr 0, 0, 0 ist immer richtig. Verstehe. Ja, ungefähr. Ungespielt halt, ne? Ungespielt. Sag ich mal so, sag ich mal. Ich hörte meinen Namen. Von einer Stimme, die eines Deners gleichte. Wo kam sie her? Wo geht sie hin? Fragen über Fragen. Was soll ich nur tun? Hier ist ja diese riesige Schlucht von damals, das weiß ich noch.
Übrigens, wenn ich nicht mit Facecam aufnehme, dann spreche ich immer so in mein Mikrofon. Hallo Kinder, ich bin's wieder, euer... Da, ich sah das erste Mon- die erste Kreatur der Finsternis. Ich hatte nur noch eine Entscheidung. Töten. War richtig guter Bang. Oder laufen. Okay, auf in den Kampf! Ich spürte mein Herz. Mein Herz schlug mir bis zum Halse. Die Kreatur der Finsternis, sie schaute mich an. Der erbitterte Kampf! Und der Kampf, er tobte. Der Kampf tobte. Die Pfeile hagelt auf mich ein. Und ich gewann den Kampf. Dort kam noch mehr. Ein Zombie. Eine Kreatur. Ich würde gerne bei Simon sein. Das ist bestimmt so total unspektakulär. Noch ein Skelett. Nein! Mein Leben! Oh, drei Leben. Kartoffeln. Lebenkartoffeln. Ich brauche Kartoffeln. Ich muss die gebackenen Kartoffeln essen. Junge, ich kämpfe gerade mit drei Creepern auf einmal. Oh Gott, mein Herz. Oh Gott. Ich muss wieder in den Dschungel rein. Nur dort war ich sicher. Versteckt zwischen den Dickichten des Waldes. Zwischen den Schatten der Bäume. Oh Gott. Die Kreaturen sammelten sich. Oh Gott. Wo bin ich? Oh mein Gott. Ich hab's überlebt. Oh mein Gott, ich bin so excited. Okay. Wir haben es geschafft. Wir haben überlebt. Doch die Nacht ist noch nicht vorbei. Es kann jederzeit wieder zu einem Angriff kommen. Ich hab vergessen, wo ich diese Bäume gefällt habe. Demnach fehlen mir jetzt diese ganzen Setzlinge. Nein, sowas Doofes aber. Ich hau einen neuen Baum ab. Ich komm mir echt... Okay, dann. Also meine Falle ist schon so... Ja. Warte, ich komme mal bei dir vorbei. Wo ist denn deine Falle? Bei Porkchop Media House. Ah, dann komme ich da nicht vorbei. Das Schwert ist kaputt. Oh, bei mir steht gerade wenig Speicherplatz auf Q. Das heißt, auf Q? Wie viele Festplatten hast du denn? Ich habe sehr viele Festplatten. Das heißt, nach dieser Folge müssen wir ganz kurz, muss ich auch mal ganz kurz einen Cut machen und dann mache ich ganz kurz mein Speichermedium auf Festplatte Z. Das sage ich gerade. Was ist, wenn du noch eine Festplatte hast? Was hat die für Buchstaben? Das sage ich dir nicht. Steckt dann wieder bei 1 dann. AA oder irgendwie sowas. Voll langweilig, ey, Luca. Ey, voll doof von dir, ey. Ja, die Falle funktioniert, aber ich meine, ist jetzt nichts besonders spektakuläres. Ey, ich bin so dumm irgendwie. Ich renne durch den Dschungel, fäll Bäume, aber anstatt oft darauf zu warten, dass diese Sätze. Ah, Creeper. Ich benutze jetzt mein Diamantschwert, ey. Ey, hab ich hier gewacht, ey. Erdbeerkäse. Mit scheiß Bane of Arthropoden, ey. Erdbeerkäse, ey. Ekelhaft, ich sag's dir. So. Erdbeerkäse. Kennst du es nicht? Erdbeerkäse, ey. Conny, kennst du die Erdbeerkäse? Erdbeersperma. So, das war's auch wieder von der Erzählerstimme. Geh ein bisschen tiefer. Let's talk like a normal guy. Hör mal auf mit Englisch. Ey, ich immer ein Punkt. Ah! Nein! Warum denn? Zum Kotzen, ey. Spastis, ey. Scheiß Creeper, echt. Mann! Ich trab mich hier die ganze Zeit runter. Irgendwie kommen hier keine Setzlinge mehr. Ja. Verdammt. Erstmal die Rohstoffe meines Hauses zu besorgen. Brauche ich schon 2 Folgen allein hier. Das ist not so gut. Not so gut. War richtig weit weg von dem Spaß hier und trotzdem ist explodiert. Like a Spaß, die Creeper. Oh, wow. Ich merke Skype schon. Nur bei mir am blub blub. Ich höre euch nämlich noch gut. Hört ihr mich? Wir hören euch auch gut. Komisch, hat gerade nur so blub blub gemacht. Oder Luca? Luca? Ach, die Fett von Luca ist weg. Ah, jetzt kann ich seine Sachen klauen. Ah! Beeil dich. Klau seine Sachen. Ich weiß schon, da musst du mir die alle geben. Chess, bestimmt mal alles da drin. Oh nein, der hat alles in die Chess gepackt. Aber er ist noch nicht wieder da, oder? Nein, ist nicht da. Schon wieder da. Ich hatte noch was hinter. Nee. Wieso sind hier so viele Cobblestone? Suspicious? Hä, wie hat hier so krank viele Cobblestone hingebaut, ey? Was soll denn das? Was denkt ihr sich eigentlich? Da, wo er seine geheime Kiste hatte. Aber er braucht auch gar keine geheime Kiste mehr. Plus, warum sind hier so viele Cobblestone drin? Alter, was soll denn das? Es ist hell geworden. Das letzte Skelett. Und es ist jetzt auch, die nächste Folge ist auch gleich vorbei. Hast du auf die Uhr geguckt?
Achso, ja, die Folge ist gleich vorbei. Ich muss nur kurz noch was klauen. Nur was sich lohnt. Lohnt sich eigentlich nicht. Der hat nichts Besonderes da. Ich sehe vor, Concroft, da kommt jetzt einfach nicht mehr. Den ganzen Tag. Ja, das war die Jagd durch den Dschungel für die Rohstofffolge. In der nächsten Folge versuche ich dann mal mit meinem Haus zu beginnen. Ich hoffe, es wird sehr episch. Dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Da, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Wertung da. Ciao, Leute.